Moin moin, Freunde der gepflegten Let's Play-Unterhaltung und willkommen zurück hier bei GTA Vice City. Ich starte hier wieder direkt in eine neue Aufnahmesession, deswegen habt ein wenig Nachsicht mit mir, wenn ich nicht sofort hundertprozentig genau weiß, was wir in der letzten Folge gemacht haben und ich mich erstmal hier wieder ein bisschen zurechtfinden muss. Das ist, glaube ich, ganz normal. Gut, Sound ist auch noch laut genug. Muss ich immer so ein bisschen gucken, weil ich hier heute ein bisschen rumexperimentiert habe am Computer, denn ich habe heute ein Interface bekommen. Also ich habe es mir bei thomann.de bestellt. Da bestelle ich als Musiker eigentlich immer ganz gerne. Und habe mir erstmal so ein kleines 80-Euro-Interface hier besorgt. War ein Mini-Mischpult für einen PC, was man anschließen kann. Noch nehme ich über mein Headset auf. Das liegt daran, dass ich im Moment noch kein Mikrofon habe, weil die Dinger sind ja auch verflucht schweineteuer. Ne, also das ist schon teilweise unverschämt, was die dafür wollen. Aber gut, das ist natürlich Qualität dann auch. Da kannst du nicht meckern, weil ich bezahle bei meinem Bass ja auch gerne mal ein bisschen mehr. Dann weißt du auch wenigstens, du hast wirklich gute Qualität. Und von daher, ich weiß halt nicht, ob ich mir das diesen Monat noch leisten kann. Ich habe zwar diesen Monat ein bisschen mehr Geld gekriegt, Urlaubsgeld, ihr wisst ja, sowas gibt es, soll es noch geben. Also ich kriege es jedenfalls oder habe es gekriegt jetzt. Deswegen habe ich mir auch jetzt das Interface gegönnt, sonst hätte ich das nämlich nicht machen können oder ich hätte ein bisschen länger drauf sparen müssen. Ja, und dann wollte ich halt mir noch ein paar ordentliche Mangas kaufen, weil ich bin ja auch so ein kleiner Manga-Verrückter. Genau wie die Straßen hier in Vice City, die sind auch, da sind sie auch alle verrückt. Fahren sie, wie sie wollen. Und ja, so ist das eben. Und dann wollte ich halt eben auch noch ein bisschen groß shoppen gehen für Mangas, damit ich erstmal wieder ein bisschen was zu lesen habe auch. Hier gibt es ein MP. Das war das immer, was hier so leuchtet. Oh, schön, 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 schön. Ach, das ist eine andere. Okay, ich dachte, das wäre dieselbe. Naja, und dann gucke ich halt mal, weil eine gute Freundin von mir, die hat da so einen neuen Manga-Laden gefunden, Schrägstrich Comic-Laden, da kriegt man sowas ja immer. Und den wollte sie mir dann wohl zeigen. Und dann gucke ich natürlich erstmal, wie viel Geld ich dann noch übrig habe danach. Und je nachdem, wie viel es dann noch ist, werde ich mir dann auch noch ein Mikrofon kaufen. Von daher könnt ihr euch eventuell darauf einstellen, dass sogar. Alter, die fahren wie der letzte Henker hier. Das ist ja. Könnt ihr euch eventuell sogar darauf freuen. Alter, Mann. Heute wollen sie mich bomben. Das merke ich schon. Also könnt ihr euch eventuell darauf einstellen, dass eventuell noch diesen Monat vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken die Audioqualität noch ein wenig angehoben werden kann. Wobei ich finde, bei meinem Headset kann man eigentlich gar nicht mehr so viel meckern, aber das ist halt nochmal für die Feinabmischung und sowas nochmal was ganz anderes, wenn ich da jetzt das Ganze übers Mischpult machen kann. Dann habe ich auch mal, kann ich immer lautlos muten, falls ich niesen muss oder husten muss. Weil so knackst das immer ein bisschen, wenn ich es hochmache. Gut, ist natürlich ganz angenehm. So sehe ich natürlich genau, wo ich gehustet habe, immer in meinem Headset. Und kann das dementsprechend eben kurz raus, muss ich dann rausschneiden. Also beziehungsweise kann es rausschneiden. Und ich bin an unserer Druckerei vorbeigefahren, weil ich zu sehr jetzt aufs Reden fixiert war. Na, supi. Aber so übers Mischpult hätte ich dann die Möglichkeit, mit einem großen Membraner auch schön einfach direkt zu muten, ohne dass ihr da was von mitkriegt. Und ich müsste das dann nicht auch, wenn ich nochmal nach rausschneiden. 8000 kriegen wir hier. Nice. Und ich hoffe halt einfach nochmal, dass ich durch diese großen Membranen auch so ein leichtes Hintergrundrauschen wegkriege. Indem man, das kann man ja dann noch schön aussteuern, sodass wirklich die Hintergrundgeräusche so gut wie mini weg sind. Weil da ist mein Headset-Mikro noch ein bisschen empfindlich, was Hintergrundgeräusche angeht. Das nimmt der gerne auf, wenn der PC die Lüftung ein bisschen lauter ist oder sowas. Und das könnte ich dann eventuell übers Mikro dann auf übers Interface wegregeln. Ich bin ja, ich habe zwar noch nicht so viele Abonnenten, aber die paar, die ich habe, so ist es richtig grammatikalisch. Die paar, die ich habe, denen möchte ich natürlich auch eine entsprechende Qualität bieten. Eventuell dadurch auch neue Abonnenten anlocken, die sich mein komisches Gequatsche ja. Und meinen extrem beschissenen Fahrstil hier antun wollen. Wäre natürlich supi, wenn ich da noch ein bisschen. Des Weiteren habe ich mir auch überlegt, einfach, weil ich da auch mal gelesen habe, dass das auch so auf die
Aufrufzahlen sich auswirken könnte. Hier driften sie mal rein. Alter, wie fahren die auch? Dass ich mir eventuell einen neuen Kanal zulege. Weil hier ist einfach das Problem, mein Kanal, der existiert ja so im Prinzip. Weil ich da irgendwie vor Jahren, seit 2010 glaube ich, habe ich mir den mal erstellt hier. Wusste aber nie wirklich, was ich damit anfangen soll. Und dementsprechend war halt jahrelang hier nichts zu sehen. Absolut nichts. Ich habe nichts gemacht und gar nichts hier. Kein Video hochgeladen, nur darüber halt YouTube geguckt, damit ich dann auch, wenn mir ein anderes Video gefallen hat, dann mal kommentieren konnte. Also ist hier halt eine große Differenz zwischen dem ersten Video und naja, und dann halt dem eigentlichen Erstellungsdatum dieses Channels. Und da sich das ein bisschen negativ, da sich das stark negativ auswirken soll, habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht in naher Zukunft, wenn ich diese Spiele hier, die ich gerade habe, Bioshock, GTA hier und Mass Effect 2, dass wenn ich die beendet habe, dass ich dann nicht alle die nächsten Let's Plays schon auf einen neuen Channel hochlade. Da bin ich mir aber noch nicht so genau sicher. Auch bei Mass Effect haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Bioshock geht garantiert auch noch ein bisschen, genauso wie GTA, auch wenn wir uns, denke ich mal, geschätzt im letzten Drittel befinden, werden wir da garantiert noch so ein paar Völkchen mit voll kriegen. Aber ich bin mir da halt noch nicht so hundertprozentig sicher, weil, wie gesagt, ich finde es zwar ein bisschen schade, ich habe 73 Abonnenten hier, aber meine View-Zahlen geben das irgendwie nicht wieder. Das sind vielleicht nur, wenn es hochkommt, 5 Leute, die meine Videos gucken. Supi. Fühlt euch angesprochen, wer mich hier abonniert hat und meine Videos nicht regelmäßig guckt, fühlt euch mal eben angesprochen. Nein, Spaß. Jeder soll sie natürlich gucken, wie er möchte, aber es ist halt schon irgendwie schade, wenn man sieht, man hat 73 Abonnenten. Da wäre es halt auch schön, wenn man pro Video mindestens 73 Aufrufe hat, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Das wäre natürlich der idealste Fall. Man kann zwar nicht alles haben, aber naja. Hier, geile Mucke. 80er Jahre, Polizist hier. Pfui, geh weg. Und wir haben da hinten eine neue Mission, die ich auch so gleich angehen werde. Jetzt habe ich hier 7 Minuten gelabert schon, um Gottes Willen. Dann wollen wir die Mission mal starten. Der Scharfschütze, oha. Müssen wir uns als Sniper betätigen? We need a stick-up man, you know one? Hey Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man, stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Ja. Ins Ammunition und sprich mit Phil. Na, das wollen wir mal tun. Mal gucken, ob wir da hinten noch ein besseres Auto haben. Das hier ist gar ein bisschen Schrott. Ach, naja, auch nicht wirklich viel bessere Autos hier. Kommt hier noch eins? Da ist Polizei, die will ich nicht. Die kann man aber auch nicht wegskippen hier mit diesem kleinen netten Trick. Aber vielleicht kommt dahinter noch ein Auto. Na, das ist doof. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Der biegt ab. Ach komm, nehmen wir das Blaue hier. Komm, gib her. Ja, hub nicht. Läuft alles schon. Ist alles schon geregelt, Meister. So, und wir müssen jetzt nach Downtown. Ich glaube aber, ich weiß auch schon, welche Ammunition gemeint ist. Deswegen fahre ich hier die Straße mal zielstrebig entlang. Und ich wette, das wird nicht so einfach gehen, den abholen und sagen, ja, mache ich, ja, passt. Irgendwas sollen wir gleich wieder noch erledigen, das sehe ich kommen. Das wird noch übelst werden, da wette ich mit euch drauf. Halt! Das war zu weit nach unten. Da will ich hin. Zick, und weiter geht's. Und einmal hier übergesetzt. Und dann kommt. Ich glaube, dann fahren wir da aber auch mit dem entsprechenden Fahrzeug vor, ne? Wir haben hier in so einem schönen Filmstudio, haben wir hier den Hammer. Dann wollen wir den auch mal nehmen. Ich glaube, das kommt besser. Bomb. Einfach hier mal überall rüber. Aussteigen.
Schiete. Mir klingelt's im Ohr. Ach, ist auch weg. Minimalen Tinnitus gehabt hier. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich zu laut bin. Auf dem Kopfhörer. Das kann eigentlich sein. So laut habe ich das nicht. Naja. Ach, Scheiße. Jetzt ist er auch wieder weg. Aber vielleicht sollte ich das mal ein bisschen im Auge behalten. Und mal nächste Bandprobe nicht ganz so laut. Morgen früh habe ich ja wieder Bandprobe mit meiner Band. Wer da übrigens was zu hören will, mal wer mal wissen will, wie ich so als Bassist so bin und nicht nur als Let's Player, der kann ja gerne mal, wer möchte, auf soundcloud.de nach, hallo Werbung, nach Head First to Nowhere, also Head wie der Kopf, dann First wie der Erste und dann To Nowhere. Also Kopf über ins Nichts heißt meine Band, eigentlich ein ganz witziger Name, fanden wir eigentlich alle ganz gut, deswegen haben wir uns darauf geeinigt. Also wie gesagt, wer da möchte, kann da mal reingucken. Drei Songs haben wir da übrig, haben wir da schon fertig. Die könnt ihr euch mal anhören. Jo, wo müssen wir jetzt hier hin? Wahrscheinlich hier hin, wa? Schießstand. Dün, 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 bisschen GEMA überlabern. Dün, GEMA, GEMA, GEMA. Uiuiui, der sieht aber aus. Phil Cassidy? Ja. I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the Army. Fly shooting real popular in the Army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Let's shoot! Jetzt bin ich gespannt. Aha. So viele wie du kannst. Ja, komm, gib her. Ja, haha. Das nahegelegene, ein Punkt. Ja, ha, komm, mach hin, ich will schießen. Wenigstens kann ich mit der Maus steuern. Um die Runde zu beenden, drücke rechte und leer. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wo ist das? Alter, bin ich schlecht. Das ist ja... Alter, ich... Ich bin aber auch hier grottig, also ganz ehrlich, das kannst du niemandem erzählen. So, komm, jetzt haben wir's. So, komm, jetzt grube ich mich doch langsam ein. Jetzt läuft's auch, wenn ich hier echt ein bisschen konzentriert gerade bei der Sache bin. Guck auch gar nicht auf den Punktestand, ne? So. Aha. Runde 2. Zu schlagen 60 Punkte. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Hier ganz um der Ecke noch. Eieieiei. Hau, 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 ha. Das kann ja was werden hier. Zu schlagen. Ja, Komm schon. Alle Ziele in dieser Runde bringen einen Punkt. Ach du Scheiße, also 60 Stück muss ich treffen. Alter, die Maus ist ziemlich schnell. Das ist hier gerade ein bisschen problematisch. Ich verziehe nämlich gerne zu stark. So. Die Maus ist viel zu sensibel hier gerade. Deswegen treffe ich auch nicht immer hundertprozentig. Area clear. Scheiße. Runde 2. Wo geht's jetzt ab? Komm schon.
11 Punkte brauchen wir noch, das ist doch wohl zu schaffen. 11 Ziele, das schaffe ich doch, das schaffe ich. Na, die haben wir erwischt. Alter. So, komm her. So. Willst du mich verarschen? So. Zack. Irgendwo haben wir... Ach du Scheiß, noch 13 Schuss. Ach du Kacke. Aber jetzt haben wir es geschlagen. Ein noch. So, wir sind auf jeden Fall über. Das ist gut. Ganz ruhig. Ich bin jetzt sparsam mit der Munition. So. Nein! So, die haben wir noch erwischt. Ah, wir sind gut in der Zeit. So. Area clear. Na, supi. Runde 3, 18 Punkte. Aha. Und nu? Fertig? Gesamtpunktzahl für das Schießen 67. Naja, das hätte besser laufen können. Sprich mit Phil. Na, dann wollen wir das doch mal tun. Komm her, Phil. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Na, lieber nicht heiraten. Ich glaube, der wird zu dominant im Bett. Doch, ja, der wird zu dominant im Bett. Och, Mensch, das ging ja... Die Mission haben wir jetzt aber locker flockig erfüllt. Das war schön. Das ist ja... Dann können wir hier wieder zurück. Lässt du mich bitte in mein Auto? Dankeschön. Das war ja jetzt mal angenehm easy. Warum können nicht alle Missionen so sein? Weil das Let's Play dann sonst wahrscheinlich ziemlich langweilig wäre, aber wir hätten das Spiel wahrscheinlich jetzt auch schon zum fünften Mal durchgespielt. Ich hätte es wahrscheinlich schon längst durch, wenn ich nicht an dieser einschädigen Mission da mal so ewig lange festgehangen hätte. Naja, so kann's gehen, so kann's gehen. Ich will mich mal nicht beschweren. Ist auch mal ganz angenehm, wenn man hier eine Mission hat, die mal so schön einfach geht. Ja, wer will? Get to the payphone in Little Havana. Ah, jetzt haben wir auch wieder diesen Kerl am Telefon wieder. Das ist ja nett. Aber wir speichern hier erstmal so. Maus funktioniert auch noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von GTA Vice City hier. In diesem wunderschönen Städtchen, wo die Sonne gerade untergeht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne einen Daumen rauf geben oder abonnieren. Gerne auch ein Like bei meiner Facebook-Seite da lassen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch wie immer einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Und macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Bugs. Tschüss.